Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 10. Februar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Unser Planet Erde bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Löwe. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Mond bekommt einen Einfluss von Rasalhague. Dieser Stern Rasalhague befindet sich in Sternbild Schlangenträger. Interessant ist zu erwähnen, dass diesem Sternbild der Schlangenträger befindet sich im Ekliptik. Die Ekliptik ist nichts anderes als die 12 Tierkreiszeichen, gehört aber nicht zu den Tierkreiszeichen. Die mythologische Geschichte erzählt Folgendes. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als der Sohn von Apollon, dem Sonnengott, und ist er die himmlische Arzt. Dieser Asklepios, dieser himmlische Arzt, hat ein Kind gerettet. Dieses Kind, der Königssohn, ist in einen Honigtopf gefallen. Und kam zwei Schlangen. Die eine Schlange trägte das Gift in sich, die andere Schlange trägte die Heilkräuter. Und Asklepios, dieser himmlische Arzt oder Schlangenträger, müsste eine wichtige Entscheidung treffen. Entweder versucht das Kind mit dem Gift zum Heilen oder nimmt die Heilkräuter. Es ging um Leben und Tod. Zum Glück hat Asklepios die richtige Entscheidung getroffen und hat das Kind gerettet und mit diesem Heilkräuter hat das Kind geheilt. All das hat eine symbolische Bedeutung. Dieses Gift ist nichts anderes wie die Lügen und die Heilkräuter liegt die Wahrheit. Und wenn wir Kinder sind und fallen in einen Honigtopf, weil die Lüge ist immer Honig so, Honig süß verpackt und wir glauben an diese Lügen, dann fallen wir eben auch in diesem Honigtopf. Und diesem Stern Rasalhague, was gerade die Mond bestrahlt, ist nichts anderes als der Kopf der Schlangenträger. Also in diesem Bereich befindet sich dieser Stern. Wir sollen Gedanken machen, was dürfen wir glauben und wo liegt die Wahrheit? Oder kommt jemand mit Honig süß und wir glauben an diesen süßen Worten und entspricht gar nicht die Wahrheit. Also wir sollen im klaren Gedanken bleiben und überlegen, wo liegt die Wahrheit. Diesem Stern Rasalhague wurde bei Chinesen auch verehrt und die Mandarinsprache heißt übersetzt Astrologie, also hat auch mit Astrologie etwas zu tun. Lesat bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und Lesat ist nichts anderes als der Stich oder Biss des Skorpions. Also damit können wir auch rechnen heute, dass jemand bissig wird und wir sollen uns wehren. In Arabischen heißt dieser Stern Lesat Al-Alashah und bedeutet übersetzt einen nebeligen Fleck. Babylonier haben diesen Stern auch gekannt und die Babylonier sagten, das ist Zweifel. Also wenn wir anfangen an uns selbst zu zweifeln, dann sollen wir diese inneren Zweifel auf jeden Fall überwinden. Das ist heute auch möglich. Erstens, dass wir hören etwas und vielleicht entspricht es gar nicht die Wahrheit, kommt aber honigsüß. Und wir sollen heute nicht zweifeln. Akumen und Akuleius bestrahlt auch die heutige Mondbewegung. Mond bewegt sich auch relativ schnell im Vergleich zum anderen Planeten. Und diese beiden Sterne, Akumen und Akuleius, die sind
Ein Nebel, also Sternenhaufen, Aquileius, wurde im Antiken als Schmetterlinge bezeichnet. Beide haben eine Verbindung und beide bedeutet Nebel oder Sternenhaufen. Aber wichtig ist zum Erkennen, wo liegen diese Sternenhaufen im Zentrum unserer Galaxie. Unserem Sonnensystem, also auch unserem Erde, befindet sich im Galaxie der Milchstraße. Und diese Milchstraße, diese Galaxie hat ein Zentrum und Schütze zeigt in dieses Zentrum. Und diese Akumen und Aquileius befindet sich in die Nähe von diesem Zentrum unserer Galaxie und einem Nebelzustand. Für uns bedeutet das konzentriert bleiben und auch wenn das alles undurchschaubar ist, wir sollen die Ziele nicht aus dem Auge verlieren. Und wie wirken die Sterne auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht immer noch die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf und im gleichen Moment sinkt in Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Löwe. Für die Wassermann-Geborenen bedeutet es Selbstdarstellung, wahrgenommen zu werden, etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren oder glänzen, bedeutet auch Aufstieg, Aktivitäten. Gespräche nehmen auch zu, gerade bei den Wassermann-Geborenen. Aber die rechtliche Lage, das ist wirklich benebelt. Da fehlt einfach der Überblick. Kann auch bedeuten, dass immer noch um Ungerechtigkeit handelt. Es ist nicht so belastend momentan, wie das in vergangenen Tagen mal war, aber undurchschaubar ist auf jeden Fall. Liebe Partnerschaft spielt auch eine große Rolle bei den Wassermann-Geborenen und viele haben gerade karmische Begegnungen, weil die alten karmischen Knoten, die absteigenden Mondknoten, bewegt sich auch in Tierkreiszeichen Wassermann und hat einen Bezug gerade auf Liebe Partnerschaft. Bei den Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen sind im Augenblick Einschränkungen da. In den kommenden Tagen verbessert sich das alles und kommt etwas in Form. Heute ist nicht der richtige Augenblick, etwas Neues zu beginnen. Es nähert sich auch etwas auf die Fischengeborenen und es sind Täuschungen oder Enttäuschungen. Also Vorsicht, was passiert in den kommenden Tagen. Das kann ein Betrug sein, gerade was die Autos betrifft, die Bewegung oder Sport betrifft, kann auch eine männliche Person sein, wo aggressiv ist oder jemand von Vergangenheit. Dann kommen wieder alten, enttäuschten Gefühlen hoch. Also ein bisschen vorsichtig mit Themen, Auto, Sport, alles was mit Bewegung zu tun hat. Oder kann passieren, dass eine männliche Person auslöst diese Täuschungen und Enttäuschungen. Es ist vielleicht nicht heute, aber das nähert sich. In der Liebepartnerschaft wird auch wichtig sein in die nächste Zeit bei den Fischengeborenen. Da nähert sich auch etwas, also nicht nur diese Einflüsse, was die Fischengeborenen etwas einschränkt, sondern kommen auch gute, sehr schöne Einflüsse auch. Und die Fischengeborenen ist wichtig, sich nicht täuschen lassen oder enttäuschen, auch nicht in die Vergangenheit dieser verletzten Gefühle spüren, sondern das Loslassen, transformieren, alles im inneren Gleichgewicht bleiben, in inneren Kraft, in die Ruhe bleiben. Und so kommt das alles in Form. Die Fischengeborenen werden in den nächsten Tagen auch wahrgenommen werden, bekommen auch Anerkennung und Lob. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist gerade eine tolle Energie, was hilft auch bei Neuanfang in allen Lebensbereichen, auch beruflich, auch in die Liebe, Partnerschaft, Kontakte, Gespräche, Glück in die Liebe, Partnerschaft, Leichtigkeit und Begeisterung, Kraft und Mut. All das ist spürbar gerade bei den Wiedergeborenen.
wenn Sie etwas Neues starten möchten, der heutige Tag eignet sich ganz gut dafür, weil in den kommenden Tagen kommen Einschränkungen. Dann lieber heute etwas Neues starten, wenn jemand ihre Ziele erreichen möchte, dann wäre das der richtige Augenblick für einen Neubeginn. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtiges Thema die Werte, Wertschätzung und die Finanzen. Und das kommt auch immer vor. Heute sind noch Unsicherheiten da oder Unklarheiten da. In den kommenden Tagen kommt aber die Bestätigung oder Gewinn, kommt alles im Vor. Aber kein Vertrag unterschreiben, was mit den Finanzen zusammenhängt. Also alles mündlich machen oder die Finanzen in Ordnung zu bringen, aber keine Verträge. Das ist nicht der richtige Augenblick dafür. In die Liebepartnerschaft wird in den nächsten Tagen etwas in Bewegung kommen, kommt alles im Fluss. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig die Familie, die Verwandtschaft, die eigenen Zuhause und da kommen auch die Veränderungen. Wichtig ist, dass sie im inneren Gleichgewicht bleiben und wenn etwas begeistert, dann auch aktiv zu sein, auf anderen zuzugehen, also nicht nur zurückhalten und das eigene vier Wände genießen, sondern etwas unternehmen. Also Aktivitäten sind gerade auch wichtig oder Sport. Oder Autokauf, also das kann auch ein Thema sein, Auto oder Sport, alles was mit Bewegung etwas zu tun hat. Aber das sollen die Zwillingsgeborenen auch aktiv sein. In die Liebepartnerschaft haben sie Glück und gute Gespräche ist auch zum Erwarten. Oder ein Vertrag kann auch ein Vorteil sein, gerade bei den Zwillingsgeborenen. Bei vielen ist das ein Kaufvertrag oder Mietvertrag, weil es handelt sich um Immobilien und auf dem eigenen Zuhause. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig, ihren Ideen umsetzen in Realität, verwirklichen, sich zu verwirklichen. In erster Linie im beruflichen Situation, weil da möchten die Krebsgeborenen etwas verändern, verbessern oder sind sie bei beruflichen Veränderung. In die nächste Zeit haben die Krebsgeborenen Glück in die Liebe, Partnerschaft, weil das kommt jetzt auch im Fluss. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen fühlen sich ein bisschen eingeschränkt, es geht nichts voran, sie haben das Gefühl, alles, was sie versuchen in Bewegung setzen, da sind immer wieder Hindernisse da, es geht nichts voran. Aber in die kommenden Tage kommt die Antwort oder die Bestätigung, wird auch stabil sein, also nicht zweifeln, sondern geduldig sein, weil in die kommenden Tage kommt auch etwas im Fluss und die nächste Zeit ist etwas Wichtiges für die Jungfraugeborenen, die liebe Partnerschaft, aber nicht nur warten und zurückhaltend sein, sondern auf anderen zuzugehen oder Gefühlen zeigen. So kommt das alles im Gleichgewicht und kommt in Bewegung. Bei Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist Glück in die liebe Partnerschaft. Sie haben auch eine gute Zeit, etwas Neues zum Starten, etwas verändern oder verbessern, auch beruflich und die liebe Partnerschaft. Wenn Sie vorhaben, etwas Neues zu beginnen, das wäre der richtige Augenblick dafür, so ähnlich wie bei Wiedergeborenen. Lieber jetzt starten, weil die kommenden Tage kommen Hindernisse, Einschränkungen. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen begeistert etwas. Aber diese Unsicherheit, diese Zweifel sollen Sie auf jeden Fall überwinden. In die liebe Partnerschaft werden glückliche Momente kommen. Nicht heute, aber das nähert sich und das erleben Sie, die Skorpiongeborenen, in den kommenden Tagen und Wochen. Weil dann kommt in die liebe Partnerschaft die Bewegung, kommt alles im Fluss. Bei Tierkreiszeichen Schützengeboren ist eine tolle Energie, nicht nur beruflich, eine berufliche Anerkennung, Aufstieg, sondern auch in Liebe, Partnerschaft und die Gespräche können auch angenehm sein oder Terminen oder ein Vertrag. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren, kommt erst in die kommenden Tagen etwas in Bewegung. Heute ist etwas ruhig.
aber es bewegt sich in die Tagen etwas und die Liebepartnerschaft kommt auch eine gute Zeit. Wichtig ist bei den Steinbock-Geborenen, dass sie ihren Träume, Visionen achten. Vielleicht ein Traum hat gerade eine wichtige Bedeutung oder ihre Sehnsüchte auch ernst nehmen und es in Form zu bringen, daran glauben und etwas dafür tun, dann kommt es alles in Form. Und das war mein Tageshoroskop. Natürlich ist das allgemein, aber es besteht die Möglichkeit, das maßgeschneidert anfertigen. Und unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Also es ist möglich, eine Horoskopanalyse im Allgemeinen oder was kommt in die kommenden Lebensjahr. Und damit meine ich nicht die Jahreshoroskop von Januar bis Dezember, sondern immer nach Geburtstag die kommenden Lebensjahr, die Tendenz, die Veränderungen und ganz genau kann ich beschreiben, was passiert in einzelnen Monaten oder bei bestimmten Terminen, wie verläuft es. Es ist auch möglich, astrologisch genau untersuchen. Und wenn Fragen gibt, was den Alltag betrifft, wie zum Beispiel, denkt er an mich, kommt er wieder zurück, soll ich diese Schulung machen und diese Fragen, was den Alltag betrifft, sind auch sehr wichtige Fragen und dafür empfehle ich die Blitzberatungen, geht auch alles blitzschnell. Sie schreiben mir ein E-Mail, stellen Sie Ihre Fragen und ich beantworte das ziemlich schnell und mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.